Bessere Zinsen. Alternativen zum Sparbuch. Vor einem Absturz gefeit ist man am Finanzmarkt nie, auch nicht beim handfesten Gold. Rund um die Krise war Gold der Renner. Anleger stürzten sich auf schwere Barren und Münzen. Doch so geschützt wie erhofft ist der sichere Hafen Gold nicht. Wenn man sich die Kursentwicklung über 30 Jahre ansieht, ist auch Gold unberechenbar. 1975 lag der Goldkurs bei 174 Dollar je Feinunze. Nach einem kurzen Zwischenhoch 1980 dümpelte er fast 30 Jahre vor sich hin und stieg erst in den letzten Jahren auf den bisherigen Höchststand von über 1900 Dollar. Inzwischen stürzte er wieder auf rund 1280 Dollar ab. Und wie geht es jetzt weiter? Letztendlich, glaube ich, kommen wir irgendwann einmal auch auf einen natürlichen Boden für Gold. Denn wir bewegen uns Richtung den durchschnittlichen weltweiten Förderkosten. Und das Gold wird darunter schwer fallen können, denn sonst geht einfach das Angebot zurück. Die Energiekosten steigen, die Ausbeute der Goldminen wird immer geringer, Fachpersonal fehlt. Insofern haben wir nicht mehr viel Spielraum nach unten. Faktisch wird der Goldpreis derzeit aber vor allem an den Finanzmärkten gemacht und die sind hochspekulativ. Wer die Inflation schlagen möchte, muss sich mit dem Auf und Ab an Börsen und Kapitalmärkten befassen. Oder aber man nimmt die schleichende Geldentwertung in Kauf. Sie haben's in der Hand.